Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play oder Let's Kommentier, besser gesagt, im Kopf des Feindes. Krian scheint hier Executioner zu sein. Für diejenigen, die das Format nicht kennen, Krian, also von Krian05, der spielt eine Runde Town of Salem und ich kommentiere das, was er da macht, warum er das macht, wieso er das macht. Er macht genau das gleiche mit einer Folge, die ich halt aufnehme. Er schreibt hier, er ist Lookout, auch wenn er Executioner ist, wie zu erwarten. Wer ist denn sein Ziel? Brian Griffin ist sein Ziel. Brian Griffin schreibt hier auch, der alte Hund. Und ganz wichtig sind hier auch die Hashtags, alles Noobs außer Mutti und Tony stinkt in Krian in seinem Fall. Krian reported Medium für Games Throwing, ganz klar warum, Medium hat gelieft. Er spielt eine Classic. Okay, Classic als Executioner kann man machen. Ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch eigentlich, dass man das hinbekommt, würde ich sagen. Weil in Classic treibt sich doch das ein oder andere rum, was noch nicht so krass die Ahnung hat vom Spiel. Wobei, je nach Town kann es ja auch passieren, dass dir natürlich keiner glaubt, weil alle voll auf dem Exit-Trip sind. Kann halt dann auch passieren, dass der Sheriff wirklich jemanden findet und es heißt nur, nein, das kann gar nicht sein, mi. Aber gut. Medium ist als einziger gestorben und ich meine, Medium hat gelieft, er hat gelieft. Krian hat hier auch eine neue Map, das ist die Piraten-Map, so wie es aussieht, weil Krian hat auch den Piraten-Skin, den hat er auch an, aber er hat kein Haustier dabei. Kein Haustier, aha, aha. Krian, der alte Tierfeind. Medium war Mafioso auch noch. Das ist natürlich ein bisschen blöd für, okay, Russell ist Muff, warum ist Russell Muff? Okay, Brian ist Sheriff und hat direkt Russell Prenton untersucht, den ersten in der Liste. Krass. Ja, Krian schreibt hier schon, dass da ein Framer unterwegs gewesen sein kann. Und Brian wird direkt als Exe beschuldigt von G. Gut. Russell Prenton sagt, er wäre Medium. Kann natürlich sein. Und Brian sagt, nein, der kann nicht geframed worden sein. Das geht nicht. Das geht auf keinen Fall. Was hier sehr gut ist eigentlich für einen Krian, dass hier direkt gedacht wird, Brian Griffin ist der Echse. Wenn Krian jetzt reagiert. Ich meine, könnte er sagen, lass den Echse lynchen. Richtig, Professor Stein kommentiert da richtig. Der Sheriff kommt als Echse, auch wenn man ihn als Invest checkt. Auch Krian weiß das natürlich. That's true, so true. Lol. So, ich bin ja froh, ich habe jetzt gerade erstmal meine Wäsche gewaschen von gestern, weil die stank nach verdammtem verbrannten Plastik. Wie kommt es dazu? Eine Story. Ich hier oben bei uns, also ich wohne ja im ersten Stock bei uns in der WG, gemütlich am Bad und Klo putzen, mich mit einer Nachbarin verabredet zum Gassi gehen. Ja, so ein Piepsen wie so ein Feueralarm, denk mir aber, ja, mein Gott, irgendwer unten in der WG hat einen Wecker angelassen, irgendein anderer komischer Ton, egal. Gut, ich noch fertig geputzt, rausgegangen. Ich merke so, oh nee, das kommt vom Nachbarshaus. Ich laufe so ein Stückchen rüber in die Richtung, sehe Qualm aus der Wohnung kommen. Dazu muss man wissen, in der Wohnung wohnt ein Mann, der sich um seine schwerbehinderte Frau kümmert und selber auch wohl behindert ist. Und erster Gedanke bei mir im Kopf, okay, Selbstmord, what the fuck, fackelt die Wohnung ab, wie auch immer. Klingel wie ein Gestörter mit der linken Hand, während ich in der rechten schon das Handy bereit habe zum Wählen von der 112. Gut, der Mann mir aufgemacht, ja, Fettbrand. Er hat vergessen auf dem Herd, dass er Öl hat, das hat sich entzündet. Und ja, ich bin natürlich erstmal direkt mit rein, habe ihm geholfen ein bisschen. Und ja, 2 Minuten in einer verqualmten Wohnung, war nicht nur schlecht für die Lunge, sondern auch für die Klamotten. Ich habe so nach Qualm gestunken. Gestern dann erstmal direkt anschließend war die Aufnahme, also deswegen war ich auch bei der Town of Salem Aufnahme am Anfang nicht dabei. Eine Folge ohne mich und dann wieder mit mir. Und der Framer ist tot. Uncle Iron. Okay, perfekt. Gut, das Problem ist, jetzt hat sich Brian eigentlich als Sheriff geprüft. Gerade weil Krian hat es ja auch nochmal geschrieben. Also auf jeden Fall habe ich halt gestunken wie sonst was. Die Aufnahme noch gemacht mit den Klamotten und es ist mir so auf den Sack gegangen. Wir haben ja 4 Stunden am Stück aufgenommen. Ne, 2 Stunden? 4 Stunden? 3 Stunden? 3 Stunden haben wir aufgenommen, glaube ich ungefähr. Also ein bisschen Toast, ein bisschen Ice Sketch. Und ja, anschließend habe ich erstmal geduscht und wollte aber die Waschmaschine nicht mehr anschmeißen, weil abends ist immer blöd, weil die macht auch ab und zu mal Töne. Will ja niemanden stören. Also ich anschließend heute Morgen als allererstes die Wäsche in die Waschmaschine gestopft. Und jetzt riecht sie wieder wunderbar. Professor Stein wohl geheilt. Ja, der Sheriff ist jetzt nutzlos. Und für den Krian ist das Ganze auch ein bisschen doof, weil, ja. Sein Ziel ist ziemlich confirmed der Sheriff.
Er muss jetzt eigentlich hoffen, dass am Ende noch Mafia steht und er die Chance hat, mit der Mafia zusammen das hochzuvoten, oder dass der Sheriff stirbt und er zum Chester wird. Beides Optionen, die man mal machen kann. Und ja, See ya later, hat hier auch recht, er kann immer noch den SK finden. So. Krian ist hier natürlich der Lookout. Aber es besucht niemanden. Ich meine, er kann nichts sehen. Will er es ändern? Krian, änderst du es oder änderst du es nicht? Das ist die Frage. Nobody! Nobody! Nein, er ändert es nicht. Er schreibt nur noch rein, dass niemand die beiden besucht hat. Aber, ja, du bist Lookout, wir wissen es. Also, das musst du nicht dauernd markieren. Ich habe das auch schon mitbekommen. Ja, so ist das. Krian, der alte Lookout. Ja, die Nacht ist vorbei. Ja, Krian, das hast du gut erkannt. Das ist ein extrem schlechter Start für dich. So, jetzt ist er Chester. Brian Griffin ist tot. Name ist auch tot. Oder Name, besser gesagt. Wir sind hier im Englischen unterwegs. Wobei Professor Steins wahrscheinlich sogar Deutscher ist. Jo. Jo. Name's Role was Escort. Gut, die Escort ist auch raus. Hat leider nicht reingeschrieben. Außer beim allerersten Mal. Ich meine, da kann man sicher sein, James Bailey. James Russell, was hat er reingeschrieben? Irgendein James, glaube ich. James Bailey, glaube ich, war es. Ist auf jeden Fall nicht Mafia. Und, nicht SK. NP ist auch nicht SK. You wanna Russell, Sussel, my Prussel, Russell. Okay. Gut, Krian. Krian ist jetzt genau, er ist Chester. Gerade gewundert, weil es nicht umgesprungen ist, aber es hat nur einen Moment gedauert. Ja. Medium, ask Escort about last night. Ja, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen Berufsgeheimnis. Da kann man ja nicht einfach nachfragen. So. Krian schreibt was von der dritten Nacht rein. And Putnam. Nobody. So. John wispert hier zu Professor Stein und Professor Stein antwortet nur, John, was hat er wohl gewispert? Fragen über Fragen. Das ist die Frage. Claimt hier jemand Doktor? Ich meine, es hat schon wer was. Hat nicht? Nee, hat nicht. Niemand hat bis jetzt Doktor geclaimt. Jo. Die Frage ist, macht Krian jetzt was? Oder wartet er ab, bis er einfach getötet wird? So. Ja, verständlich. Aber das heißt ja noch lange nichts. Ich wurde ja auch schon als Jester von der Mafia getargetet, obwohl es offensichtlich war, dass ich Jester war. Also zumindest für die Mafia war es offensichtlich. Okay, dann leuchtet seinen kompletten letzten Willen, okay. Okay, er will zumindest noch jemanden framen, wenn er stirbt. Finde ich gut. Finde ich ja mal gut. Dürfte aber hier in der Classic nicht klappen, weil die meisten haben zumindest kapiert, dass in der Classic kein Disguiser sein kann. Und ja, daher, mein Gott. Ah, er kopiert seinen letzten Willen wieder hin. So. Ja. Oh, Ann Putman wurde vom Jailer umgebracht. Oh yeah. Sie war Lookout. Jetzt wird Krians Tarnung schon besser, wenn er sich mal... Oh, Professor Stein weiß direkt, er ist Chester. Okay. Das heißt, Professor Stein ist vermutlich Invest. If you think so. Auch geil. Jeder Jailer ist ein Idiot. John ist Doktor. Ja. Ha. Erstmal gegähnt.
Course he was AFK. Also G ist scheinbar der Jailer. Jetzt wird er hier erstmal ein bisschen geflamed. Jo. Ja, aber nur weil sie Lookout claimt und Recht mit einer Sache hat. Sorry, aber das heißt ja noch lange nichts. Das heißt noch lange nichts. I will help town. Und Krian versucht sich hier einzuschleimen beim Invest. Und er schreibt wieder sein Fake der Echse. Okay, er hat den Lookout Claim aufgegeben. Ja. Ja, weil er dich tagsüber nicht untersuchen kann, ist doch gar keine Frage. Mann, Krian, das solltest du doch eigentlich wissen. Tagsüber kann man nicht untersuchen. So, die Nacht ist auch gleich schon wieder vorbei. Mal gucken, ob Krian das überlebt. Ich denke mal schon. Und vielleicht geht Professor Stein ja auf sein Angebot ein. Das reimt sich sogar. Professor Stein geht auf sein Angebot ein, oh yeah. G, der vermutlich Jailer, ist tot. War zu erwarten. Weil ich meine, der hat sich ja als Jailer geoutet und ja. Wäre natürlich jetzt gut für die Town, wenn er wirklich... I trust him, I don't trust him, I don't know. Okay. Wenn er den SK gejailt hat, aber war es jetzt die fünfte Nacht? Hat er überhaupt reingeschrieben beim letzten? Oh, der Doktor wurde vom Vigilante umgeschossen. Warum? What the fuck? Hieß es nicht, er wäre Doktor? Okay. Okay. Der wurde als Doktor bezeichnet. Niemand anderes hat Doktor geclaimt und der Vigilante schießt ihn um. Und Professor Stein hat den GF gefunden. Okay, okay. Ja. Ach, es gibt einen Professor Steins und einen Professor Stein. Das fällt mir jetzt erst auf. What the fuck? Geil. Der Stein ist der Investigator. Okay. Okay. Der steigt echt drauf ein. Krass. Oh, Ari ist Mayor. Krass. Okay, krass. Heftig. Okay, Krian kriegt hier seine ersten Votes und er wird hochgevotet. Sehr schön. Er freut sich natürlich auch. Er freut sich. Why are you Mayor? Jetzt tut er so, als wäre er erwischt worden. Ist die Frage, ob die Leute für ihn voten. Ja, Krian schreibt sie noch rein, die sollen für mehr gehen, weil es kann nicht gehealt werden, es gibt auch keinen Lookout. Nein, meine Mikrofonhalterung will gerade abstürzen. Schön da bleiben, Mikrofonhalterung. Okay, mal gucken, hier wurden auch schon Votes gecancelt. Oh, es gibt zwei Guilty und nur einen Innocent. Ja, er hat die Wahl zwischen Russell Brandon und See You Laters. Und ja, ich würde Russell Brandon umbringen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er SK ist, ziemlich gegeben. Und ja, hat er gut gemacht, Herr Krian. Hat er schön gemacht hier in der Zusammenarbeit mit dem Invest. Krass, dass der Invest ihm hilft. Aber ich meine, auf der einen Seite so einen Jester aus dem Weg zu haben, ist auch immer ganz praktisch, weil die können die Votes ja auch verhindern. See you later, das wird eh sterben. Okay, der ist der Witchy. Ja gut, Krian entscheidet sich hier auch für Russell Brandon. Okay, perfekt. G hat auch schon geschrieben.
Krillen wird hier auch seine Aussage erfüllen, dass er der Town hilft, weil ja. I will help town. So, Medium ist auch noch vorhanden. Oh. Ja, macht der Krillen hier aber auch zurecht. Ich meine, der Invest hat ihm geholfen, er hat gesagt, er hilft der Town. Es hat auch geklappt, wenn Brandon wirklich der SK war, dann perfekt. Hat die Town nichts verloren? Außer jetzt einen Toten natürlich, weil der SK noch einen umbringen wird, vermutlich. Wenn sie Glück haben, erwischt er einen Godfather. Nee, hat er nicht. Ah, wobei. Doch, der Vigilante ist tot und nur ein anderer. You were my target, Prayin. Er heißt Prayin, Krian. Prayin, ja? Prayin Griffin. Professor Stein ist auch tot. Der alte Invest, der wurde von der Mafia und dem SK umgebracht. Jetzt fällt ihm auch erst auf, dass da ein zweiter Professor Stein ist. Geil! Ich habe ja auch die halbe Folge gebraucht, um das zu checken. Daher überhaupt kein Problem, Professor Stein. Ich kenne das Gefühl. Holy shit, did not see that before. Ja. Richtig, ein zweites Medium kann es nicht geben. Das ist korrekt. Das hast du gut erkannt, Krian. Und Steins soll der GF sein. Krass, 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 ja. I regret nothing. Gut, gut, gut. So, jetzt müsste die Town nur noch den GF finden. Und ich meine, der Mayor schläft noch. What the fuck? Ich hätte den Mayor umgebracht an Mafia-Stelle, an SK-Stelle, an irgendwas. Ich meine, für den SK war es eigentlich klar, dass er sterben wird. Aber trotzdem, also, puh. Vielleicht ist der SK sogar davon ausgegangen, dass die Mafia den Mayor umbringt und er tut ihnen noch einen Gefallen, indem er den Invest umbringt. Aber ja. Ari will Russell umbringen und der Deathchat sagt jetzt, Russell ist Jester. Oh, er sagt auch einfach, dass er Jester ist. Okay, krass. Krass. Hier wird Professor Steins. Oh, der hat gelieft. Ja, okay. Okay. Oh, der Russell sagt jetzt, er ist AFK. Erst ist dieser Typ, ja, ich bin die ganze Zeit AFK gewesen, ich habe gar keine Ahnung, was geht, ich bin aber lieb, ne? Professor Steins soll hier der Godfather sein. Mal schauen. James Russell wird hochgevotet. Also wenn James Russell jetzt nicht der Godfather ist, sondern James Bailey, der aber scheinbar Medium ist, ja okay, dann haben sie es eh geschafft. Aber es ist andersrum, dann könnte die Mafia das noch easy gewinnen, indem sie einfach den Mayor umbringt. Weil sonst wäre es Godfather gegen Mayor und das könnte der Mayor noch easy gewinnen. Er muss nur voten und ich meine, dafür hat er 20 Sekunden Zeit oder so und in 20 Sekunden kann man viel voten. Also da geht einiges. Ja. Richtig, he proved himself when he said, who Escort visited. Was ich da auch nicht verstehe, also ich, wenn ich tot bin, fragt das Medium immer direkt, wer es ist. Also gerade aus dem Aspekt auch raus, wenn es zwei Medien gibt, dann weiß man es auch. Okay, der hängt, weil Iris Votes zählen ja dreifach. Es wäre jetzt zu gut, wenn das der Jester ist. Es ist halt wirklich der Jester. Warum zur Hölle, Bürgermeister, hier? Damit hat die Mafia das gewonnen. Weil, ja, also außer Professor Stein ist Mafia. Dann hätten nur die Chester gewonnen. Wenn James Bailey, er soll ja Medium sein. Ja, Town hat gewonnen, weil James Professor Stein gelieft hat. Hätte Professor Steins nicht gelieft, hätte die Mafia gewonnen. Zu geil. Aber gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Euch einen wunderbaren Start in die Woche und ja, wir sehen uns nächsten Montag um 16 Uhr. Euch bis dahin eine wunderbare Zeit und bye bye!